fest. Ah, einen schönen guten Abend. Moin Simon, moin Niki, ich grüße euch. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Montag. So. Faszinierend. Ton funktioniert schon wieder. Ich habe seit dem letzten Mal eigentlich nichts geändert. Egal. Kaum kommt man hier rein, schon geht Gerrit genervt aus. Nicht aus. Ich war nur genervt, weil ich was sagen wollte und dann ist mir aufgefallen, dass ich meinen Mixer nicht angemacht hatte und man mich nicht hören konnte. Dass ich mir, ja, ich habe wieder an alles gedacht, drauf an eine Sache nicht. Ich glaube, wenn ich wirklich vieles von dem, was ich wirklich starten muss, wenn ich einen Stream starte, nicht automatisiert hätte in irgendeiner Art und Weise, wäre jeder Stream oder jeder Stream-Start noch mehr als sowieso schon damit voll, dass ich einfach irgendwas noch starten muss. Belohnungen sind immer noch falsch. Ich hab halt keine Ahnung, was mit den Belohnungen los ist. Wo zum Geier die Sounds sind. Die sind halt einfach, sind weg. Als wären sie nie da. Das ist halt richtig strange. Als Erklärung für die anderen, wir wollten eigentlich gestern mal ein bisschen Sounds testen. Das Interessante ist halt nur, die Sounds sind nicht mehr da. Also ihr könnt sie noch sehen, ihr könnt sie nicht benutzen. Aber in der Übersicht, die wir haben, so als Administratoren, sollten die eigentlich irgendwie irgendwo angezeigt werden. Werden sie aber nicht. Und das ist seltsam. Sie sind halt einfach weg. Nanaki hat sie deaktiviert. Und dann sind sie einfach ins Moderator-Nirvana verschwunden. Herrlich. Aber was ich tatsächlich gerade noch machen kann, damit das auch mal ein bisschen offiziell wird. Das müsste ich doch, glaube ich, hier machen können, oder? Warte mal. Wie war das doch gleich? Bams. Bestätigen. So. Guck mal hier, jetzt müsste das auch bestimmt angezeigt werden, dass wir erfolgreich was zusammen geschafft haben. Weiß ich, taucht das im Chat auf? Sieht nicht so aus. Naja, ist die Channel-Belohnung, die Channel-Herausforderung, die haben wir erfolgreich gemeistert. Der wird jetzt gerade mal abgehakt. Datum hat ihr schon bekannt gegeben, das wird der 29. und 30., wenn mich gerade nicht alles täuscht. Wo wir uns dann gemütlich über den Tag verteilt uns ein wenig dem GameCube widmen. 6 Stunden Samstag, 6 Stunden Sonntag. Plus, minus, ein bisschen Zeit, das wird sich dann zeigen, aber so grob in dem Rahmen wird das dann stattfinden. So. Und dann würde ich auch sagen, gucken wir einfach mal weiter, wie es hier bei unserem Schleichspiel weitergeht. Wir haben das letzte Mal ja auch meine liebe... Danke fürs Testen, Simon. Es gibt Announcement, genau. Wir haben das letzte Mal die liebe kleine Lady befreit, die uns am Anfang begleitet hat und gesagt, wir sind die Retter der Welt. Oder nur wir können die Welt retten, irgendwie sowas in der Richtung. Und sie wurde ja als psychisch krank irgendwie eingefangen und eingesperrt. Und da haben wir sie jetzt rausgeholt. Das heißt, wir werden heute mit einer Escort-Mission starten. Und ich kann's kaum erwarten. Sie ist so total toll. Ich sehe es und es gefällt mir sehr. Schindet Eindruck. Profil wählen. Gerrit, Level wählen. Isolation, Rettung. Rettung ist unser Ding. Aber interessant, dein Overlay ignoriert die Ankündigung. Ja, der Chat zumindest. Also ich habe ja sowieso 3 verschiedene Chats tatsächlich. Ich habe einmal, also es gibt einmal den offiziellen Twitch-Chat, den ich in meinem Dashboard habe. Da sieht man es so, wie es halt im Twitch-Chat aussieht. Dann habe ich Chatterino. Da sieht das Ganze einfach aus wie normaler Text, ist nur lila hinterlegt. Und dann gibt es das Ganze noch in meinem Stream, also das, was ihr auch sehen könnt. Und da ist... eiskalt einfach gar nichts. Es wird ja nicht mehr der normale Text angezeigt. Was zum Geier? Ah ja. Scheint... wo ist das nochmal her? Ich glaube, Stream Elements müsste das sein. Stream Elements scheinen Announcements nicht sonderlich wichtig zu finden. Das ist schön zu wissen.
Aber gut. Ich meine, alle anderen können es ja sehen, was es so Wichtiges gibt. Für die, die es irgendwann mal in Zukunft gucken sollten. Nanaki hat geschrieben, Herausforderung geschafft. Wupp, wupp. Yes. Nur, dass sich keiner wundert, worüber wir zum Geier reden. Rettung. Jane, it's okay. Ah, Jane hieß sie genau. It's me. John, remember? Oh, und? Timer. Ganz wichtig. Here, let's see. Wie? Oh, Jerome, Hallöchen, einen schönen guten Abend. That's it, Jane. You can do it. Come on, it's time to go. Von Ladebildschirm zu Cutscene, zu Ladebildschirm, zu Escort-Mission. Ha, herrlich. Wie geht's dir, Jerome? Ich hoffe, du hast einen schönen Montag und ein schönes Wochenende. Wo zum Geier müssen wir hin? Ich denke mal, wir müssen aufs Dach. Einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Alles ganz vorzüglich, will ich meinen. Der Mann im Mond versteckt sich. Das ist ja schon mal toll. Müssen wir... Moment, rennen konnte man... Ich muss gerade mich noch mal ein bisschen an die Steuerung erinnern. Aber... Mal gerade schauen. Hier scheint es auch nichts weiteres zu geben. Hier könnte man runter... Wie? Kann man... Das ist halt die Frage, weil sie bewegt sich da hinten irgendwie nicht so wirklich. Wie kriegen wir sie dazu, dass sie sich bewegt? Mir geht's gut, das freut mich zu hören. Wie geht's deiner angechimmelten Madame? Hoffentlich auch gut. Sprechen. Gut, also dann wird es doch keine Escort-Mission, dann wird es eine Ich-mach-das-Level-und-sie-kommt-nach-Mission. Brrrt. Eventuell. Schätze ich. Ich gehe jetzt hier rein. Cool. Oh, da ist... Okay. Ich muss gerade überlegen, wie war das nochmal? Ich hole mir den Typen nach hinten. Jupp. Und dann haue ich ihn einfach kaputt. Das war genau das. Wenn es keine Zeugen gibt. Huch. Was? Ist sie angegriffen worden? Nee. Hä? Hat sie nicht gesagt, ich soll sie in Ruhe lassen, oder war das der Wachmann? Das war eigentlich das, was ich sagen wollte. Solange die Wachen ausgeschaltet sind, gibt es keine Zeugen. Das ist ein Schleichspiel. Und schönen guten Abend, Lady. Ich grüße dich. Ah, und der ist schon kaputt. Okay. So, Knarre habe ich auch eingesammelt. Sehr gut. Wir gehen mal davon aus. Oh doch, hier kann man rein und durch. Wupp, elegant durch. Und da müssen wir... Ah, okay. Wir müssen wahrscheinlich, wenn der Telekinese das Brett da wegnehmen. Ja, genau. Okay, also wir müssen also dafür sorgen, dass die Dame uns hinterhergehen kann. Was ich bis jetzt nur ein bisschen verwirrend finde, ist die Tatsache, dass sie sich nicht bewegt. Was? Sie ist in Schwierigkeiten? Au! Warum bleibt sie auch da oben stehen? Kann mir das jemand verraten? Kollege, wie wär's mit Nein? Okay, also ich kann sie heilen, das ist gut. Was nicht gut ist, wo ist sie denn? Ach da, okay. Und es war noch ein Polizeimann. Da, oder ist der tot? Ich
behaupte mal, der ist tot. Auch aufstehen und den, ja, sofort. Okay, lass mich gerade mal gucken. Ich heile die Lady gerade nochmal. Anvisieren, heilen. Ah ja. Okay. Und wie kriege ich dich jetzt dazu, dass du irgendwo hingehst? Polizeimann gleich Polizist. Du hast es erfasst. In der Tat das. Wenn man ein Schleichspiel spielt, ist es dann von Vorteil, keine Zeugen zu haben. Das ist korrekt. Und wenn es Zeugen gibt und man dafür sorgt, dass es keine Zeugen mehr gibt, ist es... Hoch, Hilfe. Ah, Moment. Es ist auch ein Schleichspiel. So, flieg du mal dahin, auf den Boden mit dir und dann zack. Na? Bist du? Nein, noch nicht. Der atmet noch. Hallo? Ich würde gerne dafür sorgen, dass du stirbst. Hab ich's jetzt? Ich gehe mal davon aus, der ist jetzt tot. Ich bin voll klug. Ihr seid alle so klug. Ich bin stolz auf euch. Und Daniel, moin, schönen guten Abend. Lange ist's her, in der Tat. Lange her und doch wiedererkannt. Wie geht's dir? Na, ihr regten Erdbeeren. Ich werd schon ganz rot, wenn du mich so ansprichst. Guten Abend, Butzelein. Wie geht's dir? Euch? Husa. Gut geht's, Daniel. Das ist schön zu hören. Wir kommen auch bei unserer Challenge soweit ganz gut voran. Das einzige Problem, was wir momentan haben, ist eine Lady, die wir von A nach B bringen sollen. Aber irgendwie bewegt sie sich nicht. Du hast Dragon Ball gespielt. Das ist korrekt. Dragon Ball Budokai 1 habe ich gespielt. Und ich bin nur ein kleines bisschen am letzten Gegner verzweifelt. Aber nur ein kleines bisschen. Ist halt ein bisschen unfair, wenn man als kleiner Gohan gegen einen großen Cell antreten soll. Der große Cell hat zum einen mehr Energie als du und zum anderen hat er eine größere Reichweite. Das war frustrierend. 40 auf 2 ist schwer. Ich habe keinen Bock mehr. Aber ich habe sowas bei der Recherche tatsächlich zum ersten Teil. Für das Video habe ich auch gelesen, dass wohl die nächsten Budokai-Teile nochmal etwas knackiger werden sollen. Ich meine, vielleicht bin ich bis dahin noch einfach besser geworden. Das heißt, es gibt keine Probleme mehr. Das macht das Ganze eigentlich viel einfacher. Schön wäre es natürlich, aber ja, ich denke mal, wir werden sehen, wenn es soweit ist. So, wie kriege ich dich jetzt? Kann ich dich irgendwie... Kann ich mich irgendwie in dich rein? Nicht? Ja, Grinko, schön. Ich will dich eigentlich... Das funktioniert nicht. Wie zum Geier kriege ich die dazu, dass sie sich bewegt? Hallo? 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 Was? Warum muss ich mich mit einem Affen rumschlagen? Sie sind durchgespielt zu 100%. Ja, also die 100% werden es definitiv nicht. Also da werde ich etwas kürzer treten. Aber interessant wird es bestimmt nochmal. Da bin ich mir sehr sicher. Ich hatte ja schon meinen Spaß mit dem ersten Teil. Und so Beat'em-Ups sind halt generell relativ schwierig für mich tatsächlich. Tja, kann ich dich vielleicht einfach runterschubsen? Also ich kann sie umschubsen. Aber das ist wahrscheinlich nicht geplant. Kannst du bitte runtergehen?
Hä? Projektion. Schrotgewehr. Ich habe verschiedene Waffen, stimmt ja. Okay, ich habe hier jetzt. Doch, ich habe eine 45er. Aber muss ich dich einfach noch weiter heilen? Weil du bist gerade irgendwie so erschrocken. Geschrockt. Erschrocken. Aber ich kann dich auch nicht anvisieren. What? Kommt die mit, wenn ich mich jetzt bewege? Folgt sie mir, wenn ich in den nächsten Raum gehe? Weil eben hat sie es nicht getan. Muss sie jeden Raum erstmal einmal angefallen werden, oder? Okay, die Polizei ist noch weg, das ist gut. Aber sie wirkt halt immer noch irgendwie erschrocken oder geschockt. Am zweiten gibt es eine Fusion zwischen Goku und Satan. Moment, was? Zwischen Son Goku und Mr. Satan? Im Ernst? Also ich war ja schon überrascht, dass es im ersten Teil diese Legende von Mr. Satan gibt, wo du quasi mit Mr. Satan gegen Cell kämpfen kannst. Das fand ich ja schon ganz witzig. Aber eine Fusion zwischen Goku und Satan, okay, das... Du hast mein Interesse geweckt. Das will ich tatsächlich sehen. Was willst du von mir? Hallo? 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 Ja genau, was ist mit dir passiert und warum tust du nichts? Nein, ich... Was habe ich denn... Das war das Falsche. Oh boy. Das wird ja lustig. Hallo? Mission, Ziele. Fliehen Sie mit Jane aus der Anstalt. Ja, sie will ja anscheinend hier bleiben. Ich fliehe einfach mal alleine. Sie scheint ja hier oben sicher zu sein. Ihr geht's gut. Und gehe ich einfach mal alleine. Mal gucken, ob sie mir hinterherkommt. Weil überreden kann sie hier anscheinend nicht. Schauen wir mal. Eigentlich im Story-Modus auch zwischen Boo und Cell. Fusion zwischen Boo und Cell. Okay. Also das ist natürlich ziemlich interessant. Was es im ersten Teil tatsächlich gab, war ja diese What-If-Geschichten. Komm runter. Wo dann, ach, geht doch. Wo du quasi sehen kannst, was passiert, wenn einige Story-Stränge anders laufen. Ach, ernsthaft. Muss ich jetzt zurück? Ja, und diese What-If-Geschichten, da kannst du halt beispielsweise sehen, was ich sehr witzig fand. Was passiert, wenn Cell anstatt C-17 Krillin verschluckt? Das fand ich tatsächlich ziemlich gut. So. So, ja, ich komme dir helfen. Es wäre schön, wenn du mir einfach gefolgt wärst, Alte. So. Zwei weniger, drei weniger. Darum bestes Budokai-Spiel. Meinst du den zweiten? Also wenn der zweite schon so viele hat, ich frage mich dann, wie es mit dem dritten aussieht. Hat der dritte dann auch so viele? Oder vielleicht sogar noch mehr? Ich könnte es mir tatsächlich vorstellen. Einfach um noch so ein bisschen mehr Abwechslung oder mehr Ideenreichtum in die Spiele reinzubringen. Bin ich echt mal gespannt. Auch wenn ich mich nicht auf das Gameplay freue.
Das ist halt das Problem mit Beat'em-Ups sind halt meh. Eher so meh. Den Teil gibt es, glaube ich, nicht auf dem Cube. Ach, den dritten gibt es nicht auf dem Cube, okay. Ich muss gerade mal überlegen, dass... Das kann sogar tatsächlich sein, ja. PS2 und 3. Ja, okay, gut. Also da werde ich dann ja erstmal von verschont bleiben. Also ich habe auch gesehen, es gibt ja noch diese Budokai Tenkaichi-Reihe oder Spielreihe. Aber die gibt es ja auf dem Cube tatsächlich gar nicht. Die gibt es wohl, glaube ich, nur auf der PlayStation, wenn ich es richtig gesehen habe. Also PlayStation 2, PlayStation 3 und hui! Und will nicht. Weißt du, die kann mich jetzt mal. Wenn sie mir nicht folgt, ist das selber schuld. Und der PlayStation Portable, wollte ich sagen. So. Help me. Nein, tue ich nicht. Jane's in trouble. I need to help her. Nein, anscheinend geht's ihr prima. So. Nein, du brauchst keine Hilfe. Guck mal, du hast alle Leben, dir geht's prima. Außerdem, wie gesagt, du folgst mir nicht. Also so schlecht kann es dir gar nicht gehen. Whee! Und ich muss sagen, es ist immer noch sehr amüsant, die ganzen Wachleute einfach so durch die Gegend zu schleudern. Das ist ein komisches Spiel. Ich finde es eigentlich ganz witzig. Was tatsächlich komisch ist, ist... sind die Computer, die dir mal hinterherlaufen und mal nicht. Die sind tatsächlich etwas seltsam. Au. Aber Leute, Leute durch die Gegend zu schmeißen ist lustig. Okay, der ist auch kaputt. Und ich habe anscheinend auch einen Körper aus Stahl, weil ihr habt ja gesehen, wie viele Kugeln der gerade in mich reingejagt hat. Ich habe noch die Hälfte meiner Leben und ich kann halt einfach heile, verweile. Ganz entspannt. Also ich mag's. Help me. Ja, help me. Ich habe eigentlich kein Verlangen, ihr zu helfen. Weil sie schreit jetzt schon seit Ewigkeiten, dass ihr Hilfe braucht. Aber so schlimm kann es nicht sein. Sie ist halt einfach da oben und wartet. Ich meine, so ein bisschen ist es auch selber schuld. Ich habe ihr x-mal gesagt, sie soll mitkommen und die so, nö, ich mag Dächer. Ich bleib hier oben. Selber schuld. Wer nicht hören will, muss um Hilfe schreien. Ganz einfach. Das klingt ein bisschen falsch. Das habe ich nicht gesagt. Aber ich vermute einfach mal, oder ich hoffe einfach mal, dass wenn wir einfach weiter durch das Level gehen bis zu einem bestimmten Punkt, dass wir dann einfach irgendwann die Möglichkeit haben, da ist ein Checkpunkt und sie wird dann einfach zu uns teleportiert und gut ist. Ergo, dass wir halt wirklich uns keine Gedanken machen müssen, dass sie uns wirklich hinterherläuft. Das einzige Problem ist, was wir dann haben, ist halt, dass sie uns die ganze Zeit in den Ohren hängt und sagt, wir sollen nicht helfen. Obwohl sie keine Hilfe braucht. Kommen wir rein? Ja, verschlossen. Die andere Tür? Nein. Schade. Dann muss ich wahrscheinlich doch durch den Lüftungsschacht kriechen, den ich da gesehen habe. No, she is not. Hier. Wo kommen wir denn hier hin? Aha, okay. Ah, das ist wahrscheinlich einfach nur eine Abkürzung, wo ich direkt mit in den unteren Bereich gekommen wäre. Dann hätte ich mich nicht durch die Wachen durchkämpfen müssen. Aber... Irgendwie war ich hier schon.
Also das kann auch nicht so hundertprozentig richtig sein. Aber ich brauche Jane doch. Ich hoffe mal, dass ich sie nicht brauche, um halt irgendwie durch die Tür hier zu kommen. Ich befürchte aber wahrscheinlich, ja. Kann ich dich irgendwie dich aufbrechen? Computer sagt nein. Oder kann ich hier... Oh, ja. Oh. Oh, oder ich kann hier einfach runterfallen. Das geht natürlich auch. Okay, jetzt hab ich gar keine Ahnung mehr, wo ich bin. Letzte Zeit spielst du viel Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Ach, auf der Switch meinst du? Ja, ich habe vor einiger Zeit einfach noch mal ein bisschen angefangen, ein paar Bot-Matches zu machen. Da habe ich eigentlich immer wieder Spaß dran. Das ist halt, Yu-Gi-Oh! Ist nichts, was ich für längere Zeit spielen kann, aber so, keine Ahnung, so ein paar Matches einfach mal anschmeißen, ein paar Matches machen gegen Bots, das habe ich eigentlich schon immer meinen Spaß dran gehabt. Und werde ich wahrscheinlich auch noch eine ganze Zeit lang haben. Ich meine, es ist halt durchweg eigentlich ein interessantes Spielprinzip, finde ich. Allgemein so Kartenspiele finde ich halt cool. Aufzug ist stecken geblieben. Deswegen freue ich mich ja auch unter anderem auf Baten Kaitos. Dass wir dann auch irgendwann mal bestimmt kriegen werden in dieser Challenge. Es ist halt ein Rollenspiel, in dem man keine normalen Attacken hat, sondern in dem man die ganzen Skills, die man hat, sind halt eigentlich ein Kartendeck, das man verbessern muss. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ich meine, ich habe es schon durchgespielt. Viel weiß ich nicht mehr davon. Aber cool ist es auf jeden Fall. Und hat so ein, zwei Momente, wo ich mir denke, er ist nicht dein fucking Ernst. Okay, also ich weiß, wo ich hin muss. Das ist prima. Jetzt muss ich nur dafür sorgen, dass mir diese dämliche Trolle hinterherläuft. Meine Güte. Also nochmal zurück. Was haben wir hier? Nichts. Das ist gut. Räume ich jetzt schon das ganze Level? Ah, jetzt ist sie doch langsam fast tot. Okay, prima. Selber schuld. Ich habe das Level nicht verloren, sie hat es verloren. So. Läufst du mir jetzt hinterher? Darf ich nochmal mit dir reden? Läufst du mir jetzt hinterher? Oh, das ist eine Waffe, sehe ich gerade. Schweres Betäubungsgewehr. Okay. Aber ich würde gerne dafür sorgen, dass du... Muss ich die mit Attacken durch die Gegend schubsen? Das macht doch keinen Sinn. Muss ich die schieben? Nein. Ups. Oh nein. Okay, versuchen wir das Ganze nochmal. Alter. Es gibt auch Yu-Gi-Oh! Spiele für GameCube. Ja, es gibt ein Yu-Gi-Oh! Spiel für GameCube, wenn ich es richtig gesehen habe. Da freue ich mich auch schon drauf. Nun brauchst du lange für die Zusammenfassung des Streams. Ja, ich habe ja eine Ewigkeit tatsächlich nichts gemacht. Falscher Knopf. Und jetzt geht's momentan, aber es ist halt trotzdem noch extrem aufwendig, finde ich. Also brauche ich wirklich mehrere Tage, um das einigermaßen vernünftig zusammenzufassen. Aber es dauert halt wirklich, das ist schon richtig. Muss ich mit ihr reden, wenn ich... Oder kann ich sie irgendwie übernehmen? Was soll ich machen? Hä?
Warum bewegt sie sich nicht? Wenn ihr kalt ist, bewegt deinen dämlichen Arsch, du dumme Kuh. Warum? Was willst du von mir? Rettung. Fliehen Sie mit Jane aus der Anstalt. Schön, sie bewegt sich nicht. Was tun? Rettung. John und Jane White in einer Isolationszelle zwischen den anderen in Penfold gefunden. Jane ist äußerst verängstigt und in einem labilen Zustand. John muss ihr helfen, über die Dächer und durch die Höfe der psychiatrischen Anstalt zu entkommen. Wie? Das ist der kritische Punkt, den du bei deiner Beschreibung ausgelassen hast, Spiel. Wie? Sie reagiert nicht. Verwirrung. Jane Wilde, zivile Beraterin, bla 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 bla. Na, John Wilde wurde auf Empfehlung von. Okay. Schön. Wax, moin! Schönen guten Abend, ich grüße dich. Wie schaut's aus? Alles gut? Moin, ich lass meinen Lurk hier. Yo, danke für den Lurk, Chris. Und auch dir einen schönen Abend. Schönen guten Abend. Das Spiel ist... Was ist Spiel 7? Spiel 7 war es jetzt als... Moment, war nicht Dragon Ball Spiel 7, Daniel? Ich meine, Dragon Ball war Spiel 7 und als nächstes kommt jetzt City Racer. Positiver Corona-Test, aber wenig Symptome. Weniger gut, aber dann doch irgendwie gut. Dann hoffe ich mal, dass es möglichst schmerzfrei an dir vorbeizieht. Ich meine, ich hatte Corona bis jetzt einmal, da war es tatsächlich nicht so geil. Da war ich wirklich hart außer Kraft gesetzt. Aber das habe ich abseits davon zum Glück auch ganz gut überstanden und war auch ansonsten danach nicht mehr wirklich... angeschlagen, Gott sei Dank. So. Puff. Ja, sie wird angegriffen. Jetzt ist sie wieder verängstigt und macht wieder gar nichts, ey. Dreckiges Spiel. Was? Was ist dein Plan? Was tun? Wir wollen ein Film-Event fernbleiben. Okay. Ist natürlich immer ein bisschen schade, wenn man die Möglichkeit aufgeben muss, auf Kosten der Firma zu trinken. Aber ich glaube, da geht dann die Gesundheit von dir und deinen Kollegen dann doch ein bisschen vor. Okay. Der ist kaputt. Dann gucke ich jetzt mal gerade, dass sie nicht schon wieder angegriffen wird. Okay, schön. Du bist noch da. Das ist super. Was war bis jetzt das schlechteste Spiel? Das schlechteste Spiel, das ich bis jetzt gespielt habe, ohne es zusammenzufassen, war definitiv Kokoto Funfair. Das war halt einfach nur langweilig. Hast du den Charm-Skill? Nein, ich habe keinen Charm-Skill. Ich habe Telekinese, Heilung, Psi-Angriff, Verwirrung und Projektion. Sonst habe ich nichts. Muss ich etwa in einem Level vorher irgendwie einen Skill kriegen, damit sie mir hinterherläuft?
Zeig nochmal deine Skills. Ja, Sekunde. Mach mal gerade die Türen auf und geh dann nochmal zu ihr zurück. Aber so wie du das gerade in den Chat schreibst, fehlt mir halt einfach eiskalten Skill, um weiterzukommen. So, meine Skills sind, wir haben einmal Telekinese, wir haben Heilung, wir haben Psy-Angriff, wir haben Verwirrung und wir haben Projektion. Das ist alles. Kann man hier auch nochmal nachlesen. Telekinese, Heilung, Psy-Angriff, Verwirrung, Projektion. Das sind alle Fähigkeiten, die ich habe. Mehr gibt's nicht. Verwirrung und Anvisieren? Aber mit Verwirrung kann ich mich nur selber unsichtbar machen. Stay close with me, Jane. Was? Wie bitte? Ohne Scheiß, wer kommt denn da drauf? Verwirrung habe ich bis jetzt. Mit Verwirrung verzerrt man irgendwie die Realität um sich herum und die Gegner sehen einen nicht. Wer kommt auf die scheiß Idee, dass du damit jemanden dazu bringst, dass er dir folgt? Wollt ihr mich verarschen? Der Skill heißt Charm im Englisch. Wenn der Skill im Englischen Charm heißt, dann ist seine Fähigkeit, was er tut, komplett schwachsinnig. Weil, was, wenn ich jetzt nochmal die Kamera ändere, was bitte hast, mich unsichtbar machen mit Scham zu tun? Nichts! Es kann doch nicht. Also sowas ist ja... Ja. Geil. Gut. Ey, es ist so eine dämliche Scheiße, Heiliger. Das kann doch nicht wahr sein. Na, immerhin kommt sie mir jetzt hinterher. Oh nein. Jane's scared. I need to keep her calm. We'll get through this. Just wait and see. Please don't hurt me. It's okay, Jane. Jesus. Treppe runter laufen ist auch ganz großes Kino, ja, definitiv. Allgemein, ja, so ein oder andere lustige Bewegungen. Aber Treppe runter laufen ist definitiv das ganz große Plus. Ich glaube nicht mal, dass du unsichtbar machst, sondern durch das Charme denken sie, du wärst einer von ihnen oder so. Moment. Verwirrung. Eine Gedankenkontrolle, bei der der Wille einer anderen Person beeinflusst wird. Ah, okay. Die primäre Anwendung ist, anderen Personen von der eigenen Anwesenheit abzulenken. Die Illusion verliert ihre Wirkung, wenn das Ziel in physischen Kontakt mit der telepathischen, mit dem Telepathen kommt oder der Versuch unternommen wird, während man sich im direkten Sichtfeld des Ziels befindet. Drücken, halten, eher gedrückt halten, um telepathische Verwirrung des Ziels auszulösen. Also, vermutlich wirklich scheiße übersetzt. Oder muss ich Jane verwirren, dass sie mir folgt? Ist das so das Äquivalent, dass ich jemanden, wenn ich nachts in der Bar bin, irgendwie Drogen geben muss, dass er mir hinterherläuft nach Hause? Die Fähigkeit kann auch verwendet werden, um telepathisch mit entsprechenden begabten Verbündeten zu kommunizieren. Auf diese Weise können einfache Nachrichten übermittelt oder beruhigend auf den Verbündeten eingewirkt werden. Oder aha! Drücke, halte, R gedrückt halten, um Verbündete auszuwählen. Drücke, halte, R drücken, um telepathisch zu kommunizieren. Okay. Übersetzung ist, ja, genau. Also, ich bin ja definitiv dafür. Oh, Lady. Entspann dich. Vor allen Dingen, wenn ich irgendetwas mit einer Fähigkeit machen möchte, dann wäre es auch geil, wenn die Fähigkeit dementsprechend
Sinn ergibt, weil... Ja. Lassen wir das mal so stehen. Boah, Jane, entspann dich. So. Okay, alles gut. Kommst jetzt mit, alle sind glücklich. Haben sie immerhin durch Googlen doch so 20 Minuten erspart, naja. Komm mal her. So, und jetzt? Tschüss. Wo ist Jane? Warum bist du noch... Ach so, muss ich noch sagen, dass du mir hinterherlaufen sollst, oder? Sie ist wahrscheinlich wieder verängstigt. Das heißt, ich muss sie erst nochmal beruhigen. Entspann dich. Denk immer dran, Jane. I'm never gonna give you up. I'm never gonna let you down. I'm never gonna run around and desert you. Ich meine, schon schlimm genug, dass wir jetzt am Anfang irgendwie... Wie lange haben wir jetzt gebraucht? Keine Ahnung, schon 30 Minuten, bevor wir irgendwie auf was Sinnvolles gekommen sind. Auf ein sinnvolles Ergebnis, aber gut. Wenigstens kommen wir weiter. Das ist ja schon mal etwas... Telekinese. Really? Was? Ich wollte eigentlich nicht den Irren da unten rausholen, aber okay. Gutes Zeug. Okay, Jane kann ich nicht heilen, weil sie nicht verletzt ist. Kann ich dich beruhigen? Kann ich. Oh oh. Hui! Okay, das ist irgendwie ganz amüsant. Wie kriege ich jetzt die Lady hier rüber? Hup. Kann ich dich irgendwie... Ah ja, okay. Schneller! Jane! Meine Güte. Okay. Kann ich... Kann ich... Befreit den Kraken. Kann ich dich irgendwie dazu bringen, dass du hier bleibst? Whoop. Okay, du komm auch mal her. Hui. Ups. Jetzt muss ich sie nachher erst wieder beruhigen. Ist okay. Und ja, auf Zelda freue ich mich definitiv auch. Schon allein, weil es Zelda ist. Warum? Jeder freut sich auf Zelda. Bis auf ein paar seltsame Menschen. Aber Zelda wird natürlich im Vergleich zu dem, was wir teilweise sonst spielen, ein Riesending. So, jetzt beruhigen wir die Lady noch einmal. Ganz ruhig. Ich bin ein Freund. Ich habe dich nur aus Versehen getreten. Das ist auch eine super Ausrede. Entschuldigung, mein Fuß hat nur aus Versehen dein Gesicht getroffen. Der war halt auf einmal da. Hoppla. Nee, kein Zelda. Okay, ich muss mir das mit meinen Mods doch nochmal überlegen, habe ich das Gefühl. Oh, warte mal, hier hinten rechts war ich, glaube ich, auch gar nicht, ne? Oder? Ah, warte doch, hier geht's runter. Ja, hier müssen wir aber nicht hin. Okay, alles cool. Gut, ich vermute mal, dann kommt jetzt hier eine Schneideszene. Lieber Mermetten, Alter, spiel nicht mit dem Feuer.
ganz gefährlich, Felix. Ganz, ganz gefährlich. Den Sportkriegssimulationssimulator, da habe ich jetzt momentan eigentlich keinen Bock drauf. Zelda ist doch diese grüne Elfe, oder? Warum habe ich euch eigentlich als Freunde? Kann mir das einer verraten? Okay, das ist jetzt die nächste Frage. Wie kriege ich Madame jetzt hier runter? Oh. Okay, also unten bin ich. Folgt sie mir? Das ist wohl ein Nein. Heilen könnte ich mich nochmal. Es kommen noch so gute Spiele. Da wir jetzt noch nicht wirklich so viele gute Spiele hatten, kommen Gott sei Dank in der Tat noch ein paar gute. Das ist richtig. Weil mit die mir jetzt bis jetzt am besten gefallen haben, waren eigentlich Resident Evil und wie heißt es? Lost Kingdom. Das ist aber ein persönlicher Favorit. Ich glaube, da waren nicht alle so von begeistert wie ich. Ich fand's cool. Ist genau mein Ding. Ja, 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 ja. Hui! Hui! Du bist der Falsche. Dich wollte ich. Hui! So, wie komme ich jetzt darüber oder wie hole ich dich runter? Okay, der ist kaputt, der ist auch tot. Für Buffy sind. Buffy kommt aber bestimmt auch noch, ja. Diesen Monat sogar wahrscheinlicher als jeder andere Monat. Stehst auf Deckbuilding. Mir gerade schon vor Kingdom Hearts Channel Memories auf dem Advance. Wann fängst du mit deiner Advanced Challenge denn dann endlich mal an? Wann können wir mit dem ersten Spiel rechnen? Jetzt sind schon viele. Es sind sehr viele, ja. Also ich werde definitiv einige Jahre damit verbringen, dieses Spiel oder diese Challenge zu machen. So viel steht mal fest. Ah ne, warte, hier komme ich ja raus. Aus dem Level. Wie komme ich denn? Habe ich jetzt irgendwie alles kaputt gemacht? Wie komme ich wieder zurück? Ah, nein. Ja, okay. Ich denke mal, ich muss mich da an der Seite einfach entlanghangeln, glaube ich. Aber irgendwie funktioniert das mit dem Hangeln nicht mehr. Weil man sollte eigentlich an so einem Abgrund stehen, A drücken und dann hangelt man sich da runter. Aber das hat auch nur so semi-gut jetzt funktioniert. Nämlich gar nicht, bin nämlich runtergefallen. Komm mit. Manthaus Gamer an sich war es gut, aber ich bin schlecht in Deckbuilding. Ich meine, ich will nicht sagen, dass ich irgendwie super gut in Deckbuilding bin. Aber ich habe auf jeden Fall Spaß daran. Macht halt einfach Bock irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich habe halt Bock daran zum einen zu gucken, wie halt verschiedene Karten in dem Deck irgendwie miteinander funktionieren können und auf der anderen Seite mag ich halt so ein bisschen diesen Random-Effekt, wenn man halt Karten zieht, um ein Spiel zu spielen. Irgendwie ist das so, ist genau mein Ding. Will jetzt erstmal in meine Gym-Routine reinkommen, dann suche ich Stream-Tage wieder raus. Okay, ist ein fairer Deal. Now sleep. Muss ich dich wieder beruhigen? Es war ein böser Mann. Ich bin ein guter Mann. Du kannst mir vertrauen. Uns unterscheiden, er trägt eine Waffe offen rum und ich nicht. Bin damit super überfordert mit so viel Auswahl immer. Dann fehlt die Geduld, mich damit in die Tiefe zu beschäftigen. Meinst du jetzt mit der Gym-Routine oder mit der GBA-Challenge? Weil das ist ja eigentlich kein großes Problem. Du hast halt eine Liste und dann wählt ihr halt immer zufällig das Spiel aus, oder du wählst zufällig das Spiel aus, was du spielen möchtest. Da ist ja an sich eigentlich nichts Großes dabei. Eigentlich. Ach, Deckbuilding. Achso, ja, 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 klar, natürlich. Aber das ist ja auch dann in der Regel das Praktische, wenn du mit so einem Spiel anfängst und nicht genau weißt, was dich erwartet. Das heißt, du fängst ganz von Anfang an, kannst dich am Anfang erstmal alle Sachen einlesen und dir dann
nach und nach einfach beibringen, was... Huch! Was die verschiedenen Karten machen können. Tschüss! So, weg mit dir. Es ist halt wie mit vielen anderen Spielen. Du fängst am Anfang erstmal bei 0 an und hast dann eine Möglichkeit, dich ins Spiel reinzufinden und in die Fähigkeiten. Und darauf kannst du dann aufbauen. Bra! Brrrr! Komm, put, 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 put. Good girl. Zup. Schön, wie du da hängst. Das sieht gut aus für den Rücken. Okay, er ist tot. Dann kommt der Nächste. Komm mal her. Put, 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 put. Jui. Oh, oh. Ich kann die wegschleudern? Wie habe ich das denn gemacht? Also ich meine, ich beschwere mich jetzt nicht zwingend darüber, aber... Überrascht mich doch. Bye, bye. Nein, du hast nichts gemacht. Du hast alles richtig gemacht. Gute Jane. Kriegst einen Heilkeks, wenn ich es schaffe, dich anzuvisieren. Ach, warte, ich muss dich ja gar nicht heilen. Hoppla, es ist ja... Ich muss dich ja verwirren. Da war was. Deckbuilding. Erstmal anfangen, dann überlegt man, wie man das Spiel brechen kann. Das kommt dann noch dazu. Das geht ja tatsächlich auch in einigen Spielen. Weil ich glaube, bei Barton Kaitos ist das gar nicht so der Fall. Magic. Magic, ja. Weil ich da tatsächlich momentan auch ein bisschen zu faul bin. Nicht zu faul, aber... Das ist mir dann da gerade auch wieder ein bisschen zu viel, um da reinzukommen tatsächlich. Ich meine, ich habe mal ein bisschen, das hatte ich auch Niki gezeigt, Magic the Gathering Arena für einen PC runtergeladen. Das ist halt, ja, es ist halt einfach Magic mit allen Karten und du musst sie dann halt, oder kannst sie nach und nach über einen längeren Zeitraum nach und nach freispielen. Es ist halt darauf ausgelegt, dass du dir für echt Geld oder gekaufte Währungen, Booster und so weiter kaufst. Wenn du es genügend spielst, hast du aber allerdings die Möglichkeit, immer wieder neue Booster und so weiter zu kriegen letzten Endes. Nur muss man da halt dann auch eigentlich einen ganzen Batzen Zeit reinsetzen, um vernünftig was auf die Reihe zu kriegen oder stellen eigentlich. Ha. Und dafür habe ich halt einfach momentan nicht so die zeitliche Muße. So, und warum... Wie kriege ich jetzt Jane dazu, dass sie mir folgt? Ich muss wahrscheinlich die Tür da hinten irgendwie aufmachen. Nur wie? How do you do? Hui! Tschüss, my people need me. Ich glaube, der ist der hinüber? Der lebt noch. Jui! Oh, hey, Kollege. Kusch dich. Okay, das hilft mir jetzt aber trotzdem gerade nicht allzu viel weiter. Ich glaube, ich muss noch mal... Ich glaube, ich muss noch mal zurück, tatsächlich. Ah, oh, prima. So. Ach, geh weg. Kamera. Oh Gott, ich hasse... Ups. Hoppla. Sorry. Runter mit dir. Los, weg da. So. Wie öffnen wir die Tür? Wir müssen leise sein. Bin ich. Ich schleudere nur ein paar Typen durch die Gegend. Alles gut. Gar kein Problem. Ha.
Also irgendwo gehen hier Türen auf und Leute gehen von A nach B, aber... Ah. Runter mit dir. Kusch dich. Wenn ich ihnen nichts tue, tun sie uns was, Mädel. Das ist Survival of the Fittest. Wahrscheinlich müssen wir doch hier unten lang. Ach, kommst jetzt bitte mit. Ach, kann doch nicht wahr sein. Sei doch mal ein bisschen weniger ängstlich und ein bisschen mehr logisch. Irgendwo rechts geht eine Tür auf. Ah, okay, du kommst mit. Das ist sehr gut. Psst, hey! Gut, wie du die Wand da bewacht hast. Guter Mann. Ja... Tja. Bin jetzt wieder an dem Punkt angekommen, wo ich nicht weiß, wo zum Geier wir hin sollen. Irgendwo muss ja... Ich meine, die Türen hier kann ich nicht aufmachen. Mit denen kann ich nicht interagieren. Also müssen wir... Wo zum Geier müssen wir hin? Und wo zum Henker geht hier eine Tür auf? Das dauert lange. Ja, wenn ich nicht weiß, wo es lang geht, dann dauert das natürlich eine Weile. Musst du hier stehen? Kommt da eine Cutscene? Nein, Tür ist verschlossen. Ich kann auch nichts mit meinen Fähigkeiten machen. Kann ich die Tür aufsprengen? Nein. Ich kann Jane umschmeißen. Sorry. Ich meine, ich könnte... Oh, eventuell sehe ich was. Hier. Yeah. Oh, kann ich... Kann ich die Fenster zerbrechen? Das wäre natürlich richtig gut. Oh Gott. Also irgendwie muss ich da rein. Warte mal. Der ist der perfekte Treppenläufer, definitiv. So, pass mal auf. Kann ich... Okay. Alles klar. Das heißt, ich musste die Fenster kaputt schießen. Da komme ich jetzt wahrscheinlich rein. Aber bevor wir das machen, müssen wir nochmal Mademoiselle beruhigen. Ruhig, Blutlady. Und dann können wir wahrscheinlich die Tür von innen aufmachen. Na komm. So. Dann gehen wir nochmal auf meine Allzweckwaffe, nicht Hand, sondern Telekinese. Und dann versuchen wir nochmal... Hilfe. Da hinten reinzukommen. Wenn ich mich sehr unauffällig... Scheiße, ich komme da gar nicht rein. Komm, ich... Aber da hinten ist eine Tür. Ah! Wie gut, dass die blind sind. Das hilft mir durchaus. Das ist korrekt, ja. Ansonsten wird das Spiel nachher noch anspruchsvoll. Bitte nicht. Ah. Da hat jemand einen Schlüssel. Ah. Aha. Psst. Ruhig, Blut. So. Einmal. Okay, jetzt muss ich gucken, wo ist der Patient? Ah, ich glaube, der hat den Schlüssel. Sagen wir ihm mal Hallo. Oh.
Das hat leider nicht ganz funktioniert. Ich wollte ihn eigentlich kaputt boxen. Okay, aber das geht auch. So, du hast den Schlüssel. In der Tat. Perfekt. Okay, okay. Wir haben Fortschritt. Fortschritt. Das ist sehr gut. Nein. Ruhig. Du hast nichts gesehen. Ich bin gar nicht da. Ne? Leg dich hin. Ah, du bist tot. Ich glaube, bevor ich mich umgucke, gehe ich auf jeden Fall nach hinten und hole Jane. Nachher wird die nämlich abgeschossen und da habe ich gar keinen Bock drauf. Muss ich den ganzen Spaß nochmal machen. Na. Aha. Perfekt. Und der Aufzug steckt sehr gut. Er ist nicht mehr. Sollte theoretisch noch gehen. Ich habe eigentlich die Banane nicht rausgenommen. So, was haben wir hier? Okay, hier gibt es aber anscheinend nichts Wichtiges, so wie es aussieht. Und wir müssen, ja okay, dann müssen wir wahrscheinlich hinten durch den Aufzug, schätze ich mal. Nice. Okay, das geht zumindest noch. Wenigstens etwas. So, kann ich jetzt dich? Aha, natürlich. Okay. Hoi, Junge. Das hat jetzt aber auch ein bisschen gedauert. Sind wir frei? Ach nee, wir müssen ja noch in die Kanalisation. Wo kommt der denn her? Hi und bye. Warte, bist du tot? Ja, ist er. Er blutet. Komm mal her. Okay, er ist tot. Haben wir da oben jemanden? Nein. Gucken wir gerade erstmal, ob hier noch irgendwas Böses durch die Gegend leuchtet und fleuchtet. Oh, ihr da zum Beispiel. Au. Kollege. Okay, der ist weg. Du lebst noch, komm mal her. Boah, der lebt auch nicht mehr. Dann haben wir da hinten noch einen gehabt, der da. Nein. Du da. Genau. Put. Whee. Ah, es ist einfach. Ragdoll-Effekte sind schon lustig. Ah, wird sie angegriffen? Nö, du bist safe. Okay. Gut, das... Oh, da oben haben wir noch einen. Aber das müssten dann, schätze ich mal, alle gewesen sein. Fast. Nein. Komm runter. Eins, zwei... Okay, das ist einfach verloren. Gut, haben wir es jetzt. Meine Güte. Nervenden Buben. Einmal voll heilen, dann wieder auf Telekinese und dann müssten wir jetzt eigentlich durch sein. Auch zu den Turtles. Ach ja, richtig wegen Kanalisation. Vielleicht treffen wir sogar Meister Splinter. Muss ich dich erst wieder dafür... Ah ja, du musst mir erst wieder folgen. Okay. Auf jeden Fall, dass noch irgendwer kommt. Ah, es sieht so aus, als hätte ich gut aufgeräumt. Wieso schafft es Corum eigentlich immer zu crashen, wenn ich am Grinden bin?
Vermutlich, weil Koromon dich so lange wie möglich an das Spiel binden will. Und je häufiger das Spiel crasht, desto häufiger musst du es neu laden. Und desto länger spielst du das Spiel. Voll die smarte Taktik. Ich meine, wer braucht schon ein funktionierendes Spiel, wenn du ein Spiel mit vielen Gameplay-Stunden hast? Danke. Bob. Bob. Gebobbt. So, Jane, du könntest mir jetzt folgen. Wo bist du? James? James? Da. Verwirrung. Dann verwirren wir dich nochmal, damit du mir hinterherläufst. Videospiellogik. Okay. Gut, Level geschafft. Endlich, nach einer Stunde und 20 Minuten auf der Stelle stehen. Tun wir auch nicht. Ah, guck mal, richtig gutes Zeug. Sie kann sich erinnern. Look, I need to know. How did it end up like this? Who are those people? I can't remember. What about the colonel? Where is he? The colonel's dead. They shot him. You were there. Und back to the past. Warum habe ich deine Emotes? Das sind die Follow-Emotes. Wenn du mir gefollowt bist, dann kriegst du Zugriff auf, ich glaube, 5 verschiedene, die du hier im Stream benutzen kannst oder beziehungsweise hier im Chat. Hast du bei dem Spiel mal geschaut, was so die übliche Spieldauer ist? Ich habe bis jetzt bei noch keinem Spiel geschaut, wie die übliche Spieldauer ist. Die wurde mir in der Regel verraten. Also ich habe keine Ahnung, wie lang. Aber ich schätze mal auch so um die 10, 15 Stunden Pi mal Daumen. Ich denke, das ist fair. Vatic, you okay? Yeah. No. I can't stop shaking. Ja, nein. Oh. You gave a good account of yourself back there. You saved her life. She's important, you know. And what makes you say that? Her psychic advice saved Southern California. Excuse me? She was right about a terrorist cell and a briefcase nuke. So I'm willing to bet she's right about Grienko and about you. I can rely on her. Can I rely on you? Yeah. Yeah, I'm okay now. Good. Hey, did you see that? I'll check it out. Oh oh. Hab mal nachgefragt von Interesse, auf mich interessiert das Felix. Ciao Daniel, schönen Abend noch. Danke fürs Reinschauen. Bäm, Junge. Einer weniger. Sonst noch irgendwer? Nein, okay. Ich häng dir förmlich, ich lauf dir weg, Kollege. Au. Ah. Ich glaube, ich habe mich kein einziges Mal getroffen. Shit. Was? Good
Tun wir. Ein Schritt nach dem anderen. Oh, da vorne ist wieder irgendwas Blaues. Da hat noch jemand diese psychischen Fähigkeiten. Wir müssen wahrscheinlich unser Soulmate finden. Also die Musik im Vergleich zum restlichen Spielsound ist halt schon deutlich krasser. Und Alex, moin! Einen schönen guten Abend wünsche ich. Komme ich hier nicht rüber? Really? Okay. Da hat also jemand psychische Fähigkeiten. Oh Gott. Ja, es liest sich schlimmer. Nein, es liest sich genauso schlimm, wie es aussieht. Einen schönen guten Abend. Ich hoffe, dir geht's gut und hast ein schönes Wochenende. Komme ich hier rein? Vermutlich. Eventuell auch nicht. Okay. Aber hier, ich meine, das sieht zwar ein bisschen anders aus, aber... Ach, oder hätte ich bei dem zum A drücken müssen? Das kann natürlich auch sein. Ah, ich hätte A drücken müssen. Natürlich. Komme ich auf das Dach? Nein, schade. Ja, eine Wirkung erzielen. Und ja, das Wochenende war okay, wurde eins. Meins war auch sehr schön, allerdings ein wenig kurz, wie das meist so mit Wochenenden ist. Und ich weiß nicht genau, wie die Mission heißt, aber es ist die Mission nach Rettung, glaube ich. Oder es ist immer noch Rettung. Eins von beiden. Entweder die Mission nach Rettung oder es ist Rettung. As planned, just before dawn. After that, there'll be nothing to find. Over and out. Colonel? Go ahead, Vanek. I'm inside the right-hand building. This place isn't deserted at all. There's a whole squad of Russian troops resting here. That's enough, Vanek. This is too dangerous. Just get out of there. We'll return tomorrow with the rest of Winter Ice. Colonel, there won't be anything left tomorrow. They're leaving at dawn. Damn. Well done. Dann Betäubungsgewehr it is. I'm sneaking inside the compound. Keep it steady, Vanek. Ja. Stealth müssen. We need to be stealthy. Und ich schmeiß erstmal alle Kisten durch die Gegend. Maybe there's a key around here somewhere. Okay. Kiste. There's offices on the first floor. I'll see if I can find anything on Grinko. Ich find's auch schön, dass die Kollegen halt einfach die haben weder Augen noch Ohren. Es sei denn, ich stehe schnurstracks vor denen. Kommt da jetzt einer? Ich habe gehört, dass eine Tür aufgegangen ist und wieder zu. Befehle. Dies ist der Schlüssel der Hauptanlage. Ah, das ist der Schlüssel. Achten Sie auf den Güterbahnhof. Das wichtigste Personal wurde bereits zum Stützpunkt gebracht. Aber es muss noch etwas Ausrüstung befördert werden. Zerstören Sie den Bahnhof mit dem Sprengstoff, bevor Sie abziehen. Es ist wichtig, dass in dieser Zeit niemand Zugang zum Bahnhof hat. Alle Eindringlinge sind sofort zu erschießen. We need to be stealthy, but we need to be quiet.
But we don't need to be quiet, Gerrits Philosophie. Quasi. Interessiert dich bei solchen Spielen eigentlich die Story oder würdest du die Cutscenes skippen, wenn du nur für dich spielen würdest? Ich meine, wenn ich schon spiele, dann würde ich mir auch die Story angucken. Also ich spiele solche Spiele nicht nur wegen des Gameplays. Dann würde ich auch das volle Programm eigentlich mitnehmen wollen. Also wenn ich für mich spielen würde, nur für mich, warum auch immer ich dieses Spiel nur für mich spielen würde, ich würde mir die Story mit angucken. Ah, schon irgendwie lustig. Hui. Aber wir müssen leise sein. Denkt dran, immer schön die Ruhe bewahren. Nichts unnötig durch die Gegend schmeißen und Stille. Diskretion. Okay, die kann ich nicht durcheinander schmeißen. Aber hier ist auch, glaube ich, ansonsten nichts drin von Interesse. Schau mir die Cutscenes mindestens einmal an, weil die Leute haben sich einfach enorm Mühe damit gemacht. Alles andere wäre ein Schlag ins Gesicht. Gut, so habe ich es jetzt natürlich noch nicht gesehen, aber ja, kann ich verstehen. Okay, kommt keiner hoch. Bam, 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 bam. Ist das ein Lüftungsschacht? Nee. Ist einfach nur ein Bild. Hallo? I'm moving on to the left building. Did you secure the right-hand building? No. Then go back and secure it. That's a direct order, Vatic. The power's back on now, Vatic. You should be able to use those computers. Computer. Ping Alert. Bing, bing. Datenarchiv. Gerettete Dokumente oder eine Sushi-Rolle. Karte. Zeug. Ich liebe es, wie ich sie nicht drehen kann. Nevermind. Karte drehen. Karte drehen. Karte drehen. Karte drehen. Karte drehen. Karte kann ich nicht drehen. Ach so. Das ist interessant. Aber gut. Karte haben wir. Das war die Karte. Dokumente. Mitarbeiter 97 und 96. Ne, Memo 13. Mai 96. 13. Mai 96. Alle Mitarbeiter von Leitung. Betreff Geheimhaltung. Anscheinend ist es erneut zu einem Verstoß gegen die Sicherheitsprotokolle gekommen. Gestern wurde gemeldet, dass einige Bewohner Dubrensks darüber spekulierten, dass das der Forschungsstützpunkt in Verbindung mit der USHC steht. Die Dorfbewohner konnten schnell zum Schweigen gebracht. Ja. Konnten schnell zum Schweigen gebracht werden, aber die Wurzel des Problems ist damit nicht beseitigt. Wir erinnern alle Mitarbeiter noch einmal eindringlich daran, dass sie auf Kollegen achten, die fahrlässig mit vertraulichen Informationen umgehen. Und die Verantwortlichen erinnern wir daran, dass die Gefährdung des Projekts unnachsichtig geahndet wird. Wir haben noch ein Dokument, das wir gerne lesen würden, nämlich dieses hier, Mitarbeiter 97. Mitarbeiterliste, Stand Ende 1997. Okay, irgendein Name, der hier interessant auffällt? Nö. Yuri, Sergej, Viktor, Sascha, Wladimir, Boris, Mikhail, Alexei. Wie russisch sollen da in deinen Namen sein? Ja. Okay, aber damit kann ich nicht wirklich was anfangen. Gut. Lassen wir das mal so stehen. Gehe ich erstmal das Gebäude securen. Es gibt immer eine Yuri. Ich bin nicht überrascht, dass es einen Boris gibt. Oder einen Wladimir. Fehlt noch, dass es irgendeinen gibt, der Gorbatschow mit Nachnamen heißt. Yes. New personal best. Gut. Gucken, ob ich dein... Earth Impact.
SSS-Trolls. Oh je. Oh Gott. Ah! Easy Game. Ich kann mich reparieren. Okay, alles klar. Jetzt geht's los. Highscore wird geknackt, Leute. Oh Gott, wenn ich mich dabei nicht selber umbringe. Taktik habe ich schon rausgefunden. Oh, ist das ein Boss. Läuft. Ich frag mich ja, was die höchste Highscore ist. Aber ich bin auf jeden Fall wieder vollgeheilt. Alter, das Spiel ist easy. Wo ist meine... Da. Guck dir das mal an. Ist ja gar keine Herausforderung. Ich habe ein Schild. Yo. Bin der größte Earth Impact Player aller Zeiten. Oh, easy life. Guck mal, noch ein Schild. Noch ein Schild. Schild über Schild. Punkte. Oh, yeah. Sowas finde ich ja auch cool, dass man halt in einem Spiel so kleine Minispiele, so Arcade-Automaten hat. Das ist immer so ein kleiner Touch, den ich ziemlich cool finde. Oh Gott. Aber das Spiel hat allgemein einige coole Details, wie ich finde. Die können sich vor allen Dingen selber abschießen, sehe ich gerade. Ist ein bisschen wie Flash Gordon, Asteroids. Ah, nein! Okay, ich glaube, das wird noch eine Weile dauern, bis ich hier sterbe. Mal gucken, was meine Highscore sagt. Gegen Ende. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Nein, mein Schild! Okay, jetzt wird's aber, die halten schon ein bisschen mehr aus. Oh. Schild ist wichtig. Okay. Gut, wenn ich ein Schild habe, das Schild hält anscheinend unendlich lange aus. Also hat hält unendlich viel Schaden ab und hält eine bestimmte Zeit an, so wie es aussieht. Oh Gott! Gecheased. Ja, es wird schwieriger. Das Problem ist, die Gegner halten natürlich ein bisschen mehr aus. Das ist logisch, aber schade. Oh Gott. Ich könnte noch mal eine Reparatur gebrauchen. Oh Gott. Oh Gott. Houston, we have a problem. Oh Gott. Oh Gott. Punkte. Heilen. Oh shit. Ja, okay. Schade. Fast 10.000 Punkte. Jetzt ist die Frage, kann man sehen, wo ich auf der Highscore bin? Nein, kann man nicht. Oh, Leute, ernsthaft. Traurig. Ich hätte einen Highscore sehen wollen. Ich muss zugestehen, ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Asteroids, Luftat-Cheat. Pisser, was machen Sie da? Wir müssen eine Mission erfüllen. Zack, zack, Brota. Ja, gleich, nur noch ein paar Minuten. Es erinnert mich tatsächlich an eine wahre Begebenheit aus meiner Kindheit. Als ich, boah, ich weiß nicht, wie alt ich da war. Der N64 war relativ neu auf dem Markt. Und wir sind in Köln gewesen, auf der, ich weiß gar nicht mehr, wie diese Haupteinkaufsstraße da heißt, ich glaube Hohe Straße. Und in einem Spielzeugladen stand ein N64 mit Smash Brothers drin. Meine Mutter hat, also in dem Laden waren wir eigentlich immer, wenn wir irgendwie in Köln waren.
Und ich habe natürlich den N64er gesehen und dann war ich natürlich erstmal hin und weg. Und da war noch ein anderes Kind, mit dem haben wir dann mit dem habe ich dann die ganze Zeit zusammen Smash Brothers gespielt. Das hat so lange gedauert, bis mich meine Mutter hat einfach mal irgendwann stehen lassen. Und nach keine Ahnung wie lange. Oh Gott. Ist sie dann irgendwann zurückgekommen, um mich zu holen. Und kurz bevor sie uns erreicht hat, hat uns tatsächlich der Laden selber rausgeschmissen, weil wir anscheinend zu laut waren und die ganze Zeit rumgekreischt haben, wie halt Kinder nun mal so sind. Aber das Lustige an der Sache ist halt, wir waren halt keine Ahnung, wie lange an diesem Automaten. Es müssen 20, 30 Minuten gewesen sein. Irgendwie sowas in der Richtung. Schon lustig. Falls Gerrit euch mal überfallen will. Einfach mal Spielautomaten in den Eingang stellen, dann habt ihr genügend Zeit, um heimzukommen. Ja, das ist wahrscheinlich genau meine Schwachstelle. Videospielautomaten sind mein Kryptonit. Aber schmeißt sie mir bitte nicht an den Kopf. Bevor ich rausgehe. Ach, weißt du. Ja. Eingang, habe ich verstanden. Hui. Oh. Hoppla. Ist hinter mir einer? Oh ja. Das könnte ein Problem sein. Nam. Schade. Folgen die mir? Ich meine, die machen mir zum Glück nicht allzu viel Schaden. Das ist jetzt nur doof, dass sie da sind. Ich hätte vielleicht doch nicht so offensichtlich rumlaufen sollen. Also ich meine, wenn Gegner tot sind, schlafen sie ja quasi auch, ne? Ist halt ein sehr intensiver Schlaf. Hi, wohin mit dir? Ach, heilen. Heilen ist eine gute Idee. Praktisch, dass ich dem nur hinterherlaufen muss. So, Chef, wat nu? Raus hier? Oder war das jetzt... Sorry. Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, was wir machen sollen. Sollen wir raus? Er hat irgendwas von einem Eingang gesagt. Ich laufe jetzt einfach mal um das Gebäude rum. Ich meine, die Gegner müssten ja mehr oder weniger alle tot sein. Ich werde also wahrscheinlich nicht allzu viel Widerstand haben. Ach, ich muss wahrscheinlich den Eingang von innen aufmachen. Okay, also muss ich wieder rein. Und ich muss mich wahrscheinlich wieder durch das Gebäude durchwühlen. Oder? Nee. Doch. God damn. Na ja, okay. Wenigstens haben wir jetzt das Gebäude ja auch schon gesichert. Das heißt, wir können alles andere unnötig überspringen und direkt nach draußen gehen. Das ist besser, als das Level nochmal von vorne zu spielen, will ich meinen. Bock. Und ich kann jetzt hier nochmal nach unten gehen. Ich vermute mal nicht, dass hier... noch groß, was durch die Gegend läuft. Pff.
Nee, also ich visiere zumindest automatisch nichts an. Dann sollte es safe sein. So, wir sollen irgendwie den Eingang aufmachen, wurde gesagt. Das versuchen wir dann einfach mal. Die Waffen nehme ich natürlich mit, auch wenn die nachher auch alle verloren gehen. So. How and what do we do? Mehr Waffen. Nehme ich gerne. Fraglich, ob ich die brauche, aber gerne. Ah, hier bin ich. Okay. Jo, Dämon, schönen guten Abend, ich grüße dich. Und Prost. Ernsthaft, ich komme hier nicht raus? Oh, falsche Tür. Stream total verpennt. Ja, du hast am Anfang nicht allzu viel verpasst, tatsächlich. Wir haben uns relativ viel Zeit gelassen. Ich habe am Anfang gar nicht geschnallt, wo es lang geht. Oder muss ich dich aufmachen? Ach, Elektronik, okay. Ich habe so eine Ahnung, wo ich hin muss. Los, rauf mit dir. Hopp, rauf. Er ist schon ganz verdurstet. Ist halt nicht ganz ungelogen. Normalerweise passt ja wirklich mindestens immer... Der Mann doch auf, dass ich genügend trinke. Wenn der halt nicht da ist, ist schwierig. Oh, da oben ist ja noch einer. Wer ist mit? Du bist einfach tot. Finde ich, das ist ein guter Deal. Hui. Oh, warte, da hinten ist irgendwo. Ja, da steht da hinten auf dem Dach, da komme ich nicht hin. Es ist dieser Knopf hier. Nein. Ist es? Wird elektronisch aktiviert. Das muss der Knopf hier sein, oder? Ah, Schalter doch. Ich sollte dem ernsthaft. Boah, drück doch den Knopf, Typ. Dann geht die Tür auf und du kannst dem Colonel helfen. Oh, Leute. Manchmal seid ihr aber schon ein bisschen dumm. Ah, da oben. Pop. So, Betäubungsschuss in den Kopf. Okay, ich höre auch keine Schüsse mehr. Gucken, ob ich abkürzen kann. Kann ich. Nimmt auch keinen Schaden. Sehr gut. Ah. Bin ich ja noch rechtzeitig dazu gekommen. Ja, bist du. Gott sei Dank. Sehr gut. Oh, warte, hier. Ah. Vadik, what is it? I'm not sure. Aber? What the? John, what's going on? What can you see? Vadik. John Vadik. Please help us. The village. You can save us. Colonel! The hell was that? Must save us. Colonel! Hmm.
Da ist wohl jemand ein bisschen besessen. Alles gut soweit? Ja, alles frutti. Au. Ruhig jetzt. Wohin, mein großer Kerl? Ich folg dir auffällig. Anscheinend da lang, okay. Da ist ein Choo-Choo-Zug. Ist bestimmt ein Techno-Train. Ich höre ein Buhuhu aus der Ferne. Das ist kein gutes Zeichen. Okay, du bist verschlossen. Du bist auch auffällig. Kann ich dich drücken? Nein, du bist einfach nur eine Ampel. Gut, ich brauche einen Schlüssel. Hallo? Schlüssel. Und Sturmgewehrmunition. Gutes Zeug. Okay, wir können die Tür aufmachen und dahinter geht's vermutlich weiter. Ich weiß, habe ich wieder super geschlussfolgert. Mega. Gutes Zeug, John Vedic. There, more USHC equipment. I'll go first. The floor looks unstable. Ja. What? Colonel, no! Okay, squad, search him and watch out for others. John Vedic, come to the brains. Save us! Who are you? Are you one of the children from the project? Yes, the children. He will help us. Look at me. How can I help you? You are like Du bist ein super Sniper. You have the powers. What? What? What do you mean, psychic? Why fight against it? Because it's not real. This will help. Huh? Ah! There's another one up there. Get in cover and bring him down. Kann ich jetzt Leute wieder durch die Gegend schleudern? Habe ich Telekinese? Oh, baby. The Colonel could be hurt. I have to see if he's okay. Whee! Ach, weißt du, ich glaube, mit dem Scharfschützengewehr geht es tatsächlich schneller. Au. Oh, einer weniger. Noch einer weniger. Es war zwar eigentlich daneben, aber ich beschwere mich jetzt nicht. Oh, ich glaube, das müsste alles gewesen sein. Hallo? Colonel? Hallo? Wenn Sie Projektion und drücken R und... Oh, okay, Moment. Projektion. Das ist nicht so gut. Warte. Kann ich das hier machen? Kann ich Gegner übernehmen? Warte. Geht das? Okay, das ist ja... Das ist amüsant. Das hilft mir jetzt gerade nicht mehr, weil schon alle tot sind. Aber gut ist es trotzdem. Und Zelda, schönen guten Abend, ich grüße dich. Einen schönen guten Abend.
Whoop. So, dann nehmen wir jetzt mal... Ach, Sturmgewehr können wir nehmen. Dann machen wir mal... Ratatata, und dann hat es sich ausgerüstet. Rustika? Leute durch die Gegend, was habe ich verpasst? Aber wie geht's? Du, nach der Cutscene. Good work. She was right about you. Get wrecked. This can't be right. What? This equipment. It's not Russian. It's U.S. Special Forces. What? You mean? Yeah. Our side. Plot twist. Okay. Challenge, was ist eigentlich dein Setup? Also erstmal kurz zu erklären, was es für ein Spiel ist oder was du verpasst hast. Wir sind also es springt zwischen zwei Zeitepochen hin und her, Vergangenheit und Gegenwart. Das gerade war die Vergangenheit, wo wir quasi als Doktor einer Mission zugewiesen werden und irgendeinen Doktor verfolgen müssen, der irgendwelche Tests gemacht hat an Menschen. Und in der Gegenwart sind wir halt irgendwie, ist irgendwas passiert und wir sind schwer verwundet in irgendein Krankenhaus eingeliefert worden und hatten auf einmal psychische Fähigkeiten. Und da ist Dr. Glubschauge anscheinend. Wie auch immer das ist. Ah! Ah! Send in the special team. Take them from both sides. Yes, sir. Lethal force, Captain. Shoot to kill. Okay, das ist jetzt anscheinend wieder die Gegenwart. Ja, okay. Was eigentlich dein Setup? Das kommt bekannt vor. Dr. Glubschi. Wer kennt ihn nicht? Mein Setup ist relativ simpel, da ich hardware-technisch eigentlich gar nichts mehr habe tatsächlich, außer meinem GameCube-Controller. Den habe ich an einen Wii U-Adapter angesteckt. Der Wii U-Adapter mit seinen beiden USB-Anschlüssen steckt in meinem Rechner und der ganze Rest ist emuliert. Also hardware-technisch habe ich tatsächlich eigentlich gar nichts. Mit Ausnahme des Controllers. Also relativ günstiges Setup im Gegensatz zu den anderen. Spielst du über die Wii U? Nein, Computer. Komplett Computer. Also ich habe wirklich nur den GameCube-Adapter und den Adapter von der Wii U. Aber alles andere ist nicht Nintendo. Bleiben wir bei Telekinese. Sind die? Die stehen da hinten. Dolphin. Ja, genau. Okay, ich hab Dolphin vergessen, genau. Also ich emuliere über Dolphin und der Dolphin oder der Wii U-Adapter hilft mir halt dabei, den GameCube-Controller zu benutzen. Über Dolphin. Bist du tot? Oh, hier ist eine Leiter. Bom. Stirb! Und wir haben ich habe meine erste Waffe. Hab dich! Komm mal her! So, Leute durch die Gegend zu schleifen oder zu schmeißen ist einfach lustig. Dolphin Schmolfe mit dem Official Adapter, der mehr kostet als der Unofficial Adapter. Es gibt einen Unofficial? Einen inoffiziellen? Also ich habe nur den originalen, den habe ich mir halt geholt, als er rausgekommen ist. Um damals den Cube-Adapter auf der Wii U benutzen zu können, um Smash vernünftig zu spielen. Und seitdem habe ich ihn. Und er hat mir bis jetzt gute Dienste geleistet. Und hallo Chat. Genau, also GameCube und GameCube-Controller sind auch meine persönlichen Favoriten tatsächlich. Die sind halt einfach, ich weiß nicht warum, aber ich finde
selbst für meine ziemlich großen Hände, also wenn ich den so anpacke, ist der halt quasi komplett verschwunden. Ich habe halt ziemlich große Hände. Aber er liegt halt einfach irgendwie ungemein gut in der Hand, finde ich. Unofficial gibt es. Also klar, dass es da Ersatzadapter gibt, ist eigentlich relativ klar. Ich wusste jetzt nur nicht, oder ich weiß nicht, ob es da irgendeinen speziellen oder einen besonderen gibt, den alle benutzen. Wie gesagt, ich habe halt nur mein Original und noch lebt er. Ich hoffe mal, er wird mir auch noch viele Jahre erhalten bleiben. Denn das könnte ja hier mit der Challenge auch noch so ein, zwei Wochen dauern, bis ich damit durch bin. Ich habe ja gerade mal, wir sind jetzt gerade mal beim 20. Spiel. Da kommt, glaube ich, noch ein wenig was. Ach, hier muss ich wahrscheinlich durch, okay. Gut, dann holen wir mal unsere Lady. Verwirren wir sie noch mal ein bisschen? Das regt mich ja immer noch ein bisschen auf. Lassen wir es knacken! Ach, schön. Chat scheint soweit auch eingeschlafen zu sein. Die machen wahrscheinlich gerade irgendwas anderes nebenbei. Oh, dich kriege ich. Halt, komm her. Hui. Ah, ist einfach schön. Ragdoll for the win. So, jetzt aber. Der hat auch eine Schrotflinte. Sexy. Grind all evening. Ja, du bist mit Koromon sowieso beschäftigt, Felix. Wie viele Stunden hast du momentan eigentlich drin? Was nebenbei? Atmen, existieren, anstrengend. Ich will ja gar nicht sagen, dass es nicht anstrengend ist. Ich meinte halt nur, Zelda war so nett, hat den Chat gegrüßt. Der Chat hat sehr lebhaft mit einem eisigen Schweigen reagiert. Oh Gott. Lady? Nein. Alte. Lass mal bitte wieder zurückgehen. Komm mal hier rein. Komm mal hier rein und weißt was? Komm einfach mal hier runter. Geh einfach bitte von der Tür weg. Danke. Dann nehme ich mein... Ich habe gar kein Scharfschützengewehr. Ah, schade. Okay, dann machen wir das anders. Dann schmeiße ich euch doch durch die Gegend. Moment, Hebel? Was? Hebel? Was für Hebel? Die hier? Sind das Hebel? Das sind doch keine Hebel. Septic Waste. Abwasser. 36 Stunden. Ich bin Mod, nicht Chat. Entschuldigung, Simon. Chat-Mod will ich nicht angeschnitten haben. Alle Spieler sind halt oft ohne Emulatoren sehr teuer. Ja, das ist meistens das Problem an der Sache. Das ist wohl richtig. Du hast halt das Problem, gerade wenn du... Ich meine, GameCube gibt, glaube ich, tatsächlich noch. Einfach, weil der nicht ganz so viele teure Spiele hat. Aber wenn du mal gerade so ein SNES beispielsweise dir anschaust, je nachdem, was der für Spiele hat, da hast du halt, je nachdem, wenn du so ein Mega Man X3 hast oder Ninja Warriors oder ein... Ich weiß leider den Namen nicht mehr genau von dem Spiel, aber es gab mal, glaube ich, so ein Blockbuster-Exclusive, wo du mit so einem Roboter-Ninja durch die Gegend gelaufen bist. Das kostet halt auch immens viel. Also wenn du die Spiele wirklich spielen willst, plus noch Original-Hardware, plus irgendwie eine Möglichkeit, das zu capturen, ist es nicht günstig, ja. Boop. Hallo? Leg dich hin, damit ich dich kaputt treten kann. Gut. Na. Braver Junge. Oh. Lady, nein, bist du irre? Mädchen, komm zurück. Irre. Okay, aber wenn die jetzt alle kommen, dann kann ich sie auch über den Haufen schießen. This is fine. Was sagt Schrotze? Schrotze ist das. Okay, Schrotze ist gut. Kuckuck. Aha. Gut. Haben wir. Was? Typ! Kommen die denn her? Schweig still, du Lurch. Oh, da unten ist noch einer. Psst, hey. Au, au, au. Mädchen, zurück. Bist du irre?
Okay. Okay. Ja, ist okay. Ja, ist okay. Kann ich nicht irgendwie so nachladen? Meine Güte. Nichts als Stress hier. Da mal kurz heilen. Okay, das müssen doch alle gewesen sein. Junge, Junge, Junge. Ich würde schon sagen, wenn man dass wenn man dann einen Mr. FPGA will, teures Ding, vor allem mit Emulatorenkarten, mit Emulatorkarten. Ich habe gesehen, dass ihr euch über diesen Mr. unterhalten habt, aber ich habe halt keinen Plan, was es ist. Ist das sowas wie der, wie hieß denn der nochmal? So ein neuer, oder was heißt neuer, so ein Hardware-Klumpen zum Emulieren vom NES und SNES, glaube ich. Super NG oder sowas in der Richtung hieß der, glaube ich. Ist gerade interessant, klingt 600 für alte Game-Konsolen. Das ist eher. Läuft leiser, sieht mit Speicheralternativen aus. Ist das nicht der. Beziehungsweise, das ist wahrscheinlich der Punkt, dass die versuchen, einfach die. Nicht zwingend die originale Hardware zu nehmen, aber irgendeine Art von Möglichkeit, die. Alte Hardware, so gut es geht, zu emulieren? Irgendwie sowas in der Richtung? Ja, und Links gehen leider nicht. Die Mods könnten dafür sorgen, dass du Links benutzen kannst. Wenn sich einer dazu bereit erklärt. Wenn auch jemand weiß, wie es geht. Oh, geh da weg. Oh, ich muss wahrscheinlich gleichzeitig irgendwie drücken, okay. Kann ich das mit Telekinese machen? Das hat irgendwie nur so semi-gut funktioniert. Ach, da haben wir ihn. Mr. FPGA. One for all, Retro Gaming Porn, Mr. FPGA. Ach, das ist dann. Okay, dann kannst du da mehrere Sachen emulieren, oder? Ach du Heiliger, okay. Was ist denn das für ein Ding? Ach du Heiliger, was ist das denn? Ah, ich glaube, so ein Ding habe ich sogar schon mal gesehen. Aber es ist eine ganze Weile her. Ich habe auf meiner Liste. Er sieht auf jeden Fall ziemlich interessant aus, ja. Und wenn man mal sich anguckt, was das Ding so alles abspielen kann anscheinend. Das sieht schon nicht schlecht aus, tatsächlich. Cooles Ding. Und optisch finde ich das eigentlich auch nicht schlecht, muss ich sagen. So, was hast du gesagt? Da gehe ich nicht rein. Geht das denn? Warte mal. Aber die Tür geht auch nicht auf. Nein, dich. Ich wollte eigentlich mit dir reden. Ach Gott. Ja, ist okay. Wir müssen irgendwas tun. Das habe ich verstanden. Ich habe nur noch nicht ganz verstanden, was. Vom RetroPie habe ich auf jeden Fall mal was gehört, ja. Wofür waren jetzt die Hebel? Das habe ich irgendwie nicht so ganz geschnallt. Okay, der ist hinüber. Der ist auch hinüber. Wie gut, dass sie mich hier unten nicht sehen, wenn ich sie gegen die Wände klatsche.
Boah, Ruhe jetzt, schlafen. Praktisch. Was ist der Retro-Pie? Retro-Pie ist Emulator auf dem Raspberry Pi. Irgendwie sowas in der Richtung. Und das meine ich auch eine ganze Ecke günstiger. Nur kannst du da halt keine Original-Hardware einstecken, sondern musst das Ganze mit ROMs und ISOs machen. War das gut? Ich denke, das war gut. Ah ja, perfekt. Exzellent. Und anscheinend können wir jetzt, wenn du aus dem Weg gehst, irgendwie da unten durch? Fragezeichen? War da unten irgendwo ein Eingang, den ich nicht gesehen habe? Oder müssen wir da generell nachher durch? Keine Ahnung. Müssen wir nochmal gucken. Ich will schon mal laufen, das ist super. Warum es mit ISOs reichen, wenn es im Grunde alles laden könnte? Das ist ein Schnurr. Ja gut, das ist natürlich dann was, wo man nicht zwingend mitrechnet. Aber grundsätzlich ist es halt, wenn du einen entsprechend groß genugen Platz hast zum Speichern von ROMs und ISOs, was ja jetzt bei älteren Spielen eigentlich gar kein Problem sein sollte, dann bist du mit dem Retro-Pi eigentlich ganz gut versorgt, denke ich mal, ne? Wie kosten Raspberry Pis? Ich glaube, wenn du das vorkonfiguriert dir mit dem Retro-Pi holst, kostet das auch nur 60, 70 Euro, wenn überhaupt, denke ich mal, oder? Also teuer sind die Dinger nicht. Ich habe irgendwas aktiviert. 70 Euro, ja, irgendwie sowas um den Dreh. Raspberry Pis sind nicht teuer. Nein. Mehr? Oh ja, da. Ah, ist noch irgendeiner. Das sind sogar mehrere. Okay, warte. Versuchen wir das mit der Schrotflinte. So, Ruhe jetzt hier. Ich wollte gerade sagen, der lebt noch? Nicht mehr. Muhahaha. Wirklich? Wie viel Speicher hat er dann? Die Teuer sind momentan immer noch etwas teurer. Und leise, ja, ich glaube, der Retro-Pi hat nicht mal einen Lüfter tatsächlich. Also Geräusche machen sollte der gar keine. Ah, da ist noch einer. Jetzt hier. War nicht so ein Lärm. Meine Güte. Kommt man damit hinterher? Nein. Du hast nichts gesehen. Und ich bin heimlich still und leise, wie ich mich durch die Gegend schleiche. Hoffe ich. Ihr könnt auch einfach mal wegbleiben und mich nicht verfolgen, meine Güte. Ach, komm mal her. Eins, zwei. Oh, der hat sogar eine Schrotflinte. Oh, das ist sehr gut. Na, noch einer, komm mal her. Hinlegen. Ruhig jetzt. Au! Alter! Alter! Meine Fresse! So, Arschgeige. Und der da hinten liegt auch sehr elegant. Das gefällt mir. Habt euch jetzt mal beruhigt. Menschenskinders. Wo
kommen die denn alle her? Mann, Mann, Mann. Ich versuche gleich so ein bisschen zu lesen, was ihr alle geschrieben habt, aber ich muss mich gerade darum kümmern, nicht zu sterben. Das fände ich eigentlich sehr vorteilhaft. Und jetzt muss ich gucken, wie zum Geier komme ich hier hoch? Ist hier irgendwo eine Leiter? Ich habe keine Leiter gesehen. Arschloch. Okay, also hier komme ich nirgends hoch. Das ist einfach nur eine Todesfalle, wo ich bin. Das ist super. Was mit keine PS2? Nein, also hier gibt es keine PS2. Achso, auf dem Retro-Pi wahrscheinlich, meinst du? Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Mich interessiert alles bis unter PS3. Ja, PS3 ist auch irgendwie alles Next-Gen. Das ist irgendwie so, was will ich denn damit? Da kann ich ja gar keine Pixel mehr zählen. Es lohnt sich überhaupt nicht. So, kann ich hier irgendwie durch? Nee, nein, nicht? Okay. Ich könnte mich auch einfach nochmal heilen, tatsächlich. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Jetzt wundere ich auch, macht eine Menge aus. Von den ganzen Konsolen, ich habe halt tatsächlich nie irgendwie... Bin ich hier richtig? Hä? Warum habe ich die Türen hier aufgemacht? Ich verstehe das Spiel manchmal nicht. Von den ganzen Konsolen habe ich tatsächlich eigentlich auch immer nur Nintendo-Konsolen gehabt. Ich war nie der PlayStation oder Microsoft-Mensch. Das war nie so meine Welt. Ich habe mich immer mit Nintendo begnügt und damit war ich immer sehr zufrieden. Hui. Meine Güte, der stirbt ja gar nicht. Aber ganz im Ernst, wie komme ich an den Seiten hoch? Und wo ist... Ah, hier. Nein! Bist du blöd? Schlag doch nicht Jane. Sorry, Jane. Wie komme ich an den Seiten hoch? Gut, also ich denke mal, wenn sich wirklich groß was bei den Raspberries getan hat, dann werden die wahrscheinlich wirklich in irgendeiner Art und Weise besser sein. Ist halt nur die Frage, welche Features da dazugekommen sind. Aber ich denke mal, die ersten Raspberries waren ja auch schon verhältnismäßig gut. Ich denke mal nicht, dass da allzu viel verbessert wurde. Das ist wahrscheinlich einfach nur irgendwie neue Arten von... Tür wird mechanisch aktiviert natürlich. Irgendwelche neuen Versionen von der Software unter anderem, die das Ganze unterstützen. Also mehr dürfte das wahrscheinlich auch nicht sein. Okay. No, he's got me. Oh, he's got me. Oh no. Bonk. 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 Okay. Liegt er jetzt? Ja. Okay, einer weniger. Und Cutscene. Boah, Junge. Sind wir jetzt bald durch? Kommt mir gefühlt ewig lang vor. Gute Idee, am Montagabend Grog zu trinken? Grundsätzlich ja. Wann ist es mal keine gute Idee? Ah. Hey, 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 Kollege. Okay. Der Leiter K.O. geschlagen, sehr gut. Schauen wir mal, wo sollen wir hin? Ja, natürlich wartest du da. Okay.
Also ich muss jetzt irgendeine Art und Weise finden, wie ich den Aufzug aktiviere anscheinend. Und das tue ich vermutlich da hinten. Unauffälligerweise dort. Software ist das Irrelevanteste daran. Die haben immer mehr Performance und interessante Anschlüsse ergänzt mit neueren Modellen. Ja gut, das kann natürlich sein tatsächlich. Dass du da dann einfach eine Möglichkeit hast, irgendwie, keine Ahnung, bessere, neuere Monitore oder so anzuschließen. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, aber ich werf mal in den Raum, wenn der erste Pi nur die Möglichkeit hatte, VGA-Anschluss anzuschließen und jetzt irgendwie HDMI und Displayport hat, dann ist das natürlich schon mal ein Schritt nach oben. Ja, und klar, neue Prozessoren letzten Endes. Aha. Okay. Dann hangele ich mich mal irgendwo hin. Langsam aber sicher. Geht doch. So. Okay, Jack, let's get this puppy powered up. Ja, ich denke nicht. Ich glaube, ich komme da trotzdem durch, aber danke für den Versuch. Wo sind denn die überhaupt? Ah, irgendwo, natürlich irgendwo hier oben. Okay, wo sind die? Da sind. So, und dann wollen wir doch direkt mal. Tschüss! Okay, und da hinten muss ich wahrscheinlich mit meiner Projektion hin. Das ist ja relativ offensichtlich. Ich trinke sofort was, Dämon. Eine Sekunde. Und dann muss ich ja wahrscheinlich hier. Ah. Ich muss ihn übernehmen. Okay. Okay, ich muss ihn übernehmen, dann den Knopf drücken, dann wahrscheinlich hier hingehen. Was war das? Ich hätte schwören können, hier ist gerade irgendwas irgendwo runtergefallen. Ah ja, und Prost Dämon natürlich. So, versuchen wir das Ganze nochmal. Diesmal übernehme ich den Kollegen, drücke das Knöpfchen. Und laufe hier hin. Und lass mich verprügeln. Oh nein. Oh, was? Uiuiui. Nein, 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 ihr Spacken. Ah, oh, toll. Ja, okay. Oh. Abkontrollpunkt. Ja, wo ist der Kontrollpunkt? Okay, das geht. Ich vermute mal, das ist der Typ, den ich runtergeworfen habe, dass der irgendwie zum Leben erwacht ist. Das heißt, den sollte ich jetzt eventuell auch mal komplett ausschalten. Und der hat auch einen Sniper sich gerade. Das hilft. Gut, dann versuche ich jetzt. Das ist jetzt natürlich die Frage. Ich hoffe mal, dass Jane jetzt nicht zu schnell wegstirbt. Haben wir hier hinten noch irgendwas Interessantes eventuell? Puh.
Ich denke nicht. Oh nein. Nein, du sollst... Nein! Nein, nein, nein. Alter. Also 120 Euro teils. Echt 120? Doch so teuer geworden? Ich hatte den tatsächlich eine ganze Ecke günstiger in Erinnerung. Aber kann natürlich sein, dass das jetzt die neueste Version ist. Man kann natürlich gucken, dass man vielleicht auch einfach eine etwas ältere Version bekommt, die dann günstiger ist. Natürlich nicht die ganzen Features hat, aber vielleicht braucht man die auch gar nicht. Wegen knapp. Ja, okay, das ist ein fairer Punkt. Das macht halt wahrscheinlich vieles oder alles irgendwie teurer. Oh, warte, habe ich sie jetzt gerade hochgefahren? Ach, so. Okay, jetzt habe ich den Raum verstanden. Gut. Du schaffst das. Ich bin stolz auf dich. Hast du einen Gaming-PC? Ja, also wenn du einen Gaming-PC hast, dann brauchst du es natürlich rein theoretisch nicht. Aber so ein Retro-Pi beispielsweise ist halt eine eigentlich ganz coole Sache, dir einfach so eine Retro-Konsolen-Sammelmaschine irgendwie an, keine Ahnung, Fernseher zu hängen oder so, wenn du so einen hast. Zwingend brauchen tut man es jetzt natürlich nicht, gerade wenn man so einen Gaming-Rechner hat, dann kann man es auch darüber spielen. Aber manchmal willst du halt auch auf der Couch zocken und nicht zwingend vorm Rechner. Nein, nein. Toll. Super. Na, dann nehme ich mal den Sniper raus. Na komm. Du. Wir gehen aber der neue Games dazu nochmal maximal schnell zu Kernel. Wenn ich sowas hätte. Ach so. Kann ich ein Gerät auf die Games outsourcen? Wenn man PC frei von Zeugs, was auf Probleme hat. Okay, das ist natürlich. Ja, gut, das ist natürlich ein fairer Punkt. Mach natürlich schon mal gelegentlich ein paar Probleme, das ist richtig. Ach, scheiße. Zielen und so. Na komm. Einkauf. Ja, die Dinger sind halt tatsächlich echt teuer. Aber das ist halt letzten Endes auch so ein bisschen Sammlerpreise. Ich habe das Gefühl, die versuchen dann so ein bisschen Preise anzusteuern, die halt wirklich Sammler zahlen würden, um ihre Premium-Retro-Sammlung zocken zu können auf einigermaßen aktueller, nicht aktueller, aber akkurater Hardware. Und das kostet dann leider ein wenig. Was? Ah. Boop. Boop. Ich hab sie eingeschläfert. Jane, magst du vielleicht hier hochkommen? Ich finde, hier oben bist du sehr gut aufgehoben. Wo bist du? Guck mal, Jane, ich weiß, hinter der Was? Sie ist gerade in den Boden geklettert. Geil. Ja, sehr gut. Oh, Leute.
Halt bloß die Schnauze. Okay, Jane ist da. Mann, was war das denn gerade? Und wir können versuchen, vom Schmuddeln zu machen. Moment, was? Moment, 45 Euro für ein Seil. Moment, was? Was für ein Seil? Was habe ich verpasst? Rope Flow? Was ist das denn? Nein! Halt die Schnauze. Was? Ich hab dich erschossen. Oh, ist nicht euer fucking Ernst. Überraschung, Arschloch. Oh, noch einer. Alter, das kann nicht dein Ernst sein. Nimm die Schrotze und schieß sie kaputt. Ey, Typ. Ich schwöre bei Gott, ne? Mann. Okay. Einfach ignorieren. Einfach weiter. Da kommen anscheinend immer mehr. Komm, Jane. Hopp. Und das sieht nach Ende aus. Kommen wir hier raus? Cutscene? Maybe? Ach ja, Gott sei Dank. Meine Güte. Was für ein nerviges Level. Escort-Missionen sind halt immer so. Aber wir konnten Jane retten. Think so. I keep getting these flashbacks. At first I thought it was my memory coming back, but things keep changing. We need to find the Colonel. The Colonel's alive. Of course he is. They tried to court-martial him. They covered up everything. Where is he? He disappeared before they could arrest him. But he gave me an address. Place to go if I was in trouble. Ah. Gut. Das heißt, wir können als nächstes den Colonel besuchen. Das ist ja dann jetzt wahrscheinlich auch wieder ein neuer Abschnitt, nehme ich an. Die Straßen von New York. Das ist dann wohl ein Jahr. Das sah gerade auch interessant aus. This is the address he gave me. Keep going. Pull over here. Am Stoppschild. I'll find him. Circle the block. Ach, ich muss jetzt Gott sei Dank nicht wieder durch die Gegend begleiten. Schwein gehabt. So, außer ich mich. Mehr Cutscenes. Ja, Intel sagt, Starks hold up somewhere around here. What a dump. Why here? Yeah, his old neighborhood. Couldn't face the music after he screwed up at Metro. Went AWOL. Never was officer material. Well, now the rats are underground. Time for some pest control. Hey. You guys see a silver car go by? Heard something pull up and drive away, but I didn't see. Where? Outside that garage, I guess. Damn. Cover the back while I get this door open. Hmm.
Was ich eher frage, ist, wie man mit Flash-Games und alten Handy-Games macht, weil für Pokémon ist das ja nicht. Mach dann jetzt auch langsam mal Schluss. Meinst du, wie man die alten Spiele dann noch vernünftig spielen kann oder wie man sie vernünftig erhalten kann? Also ich meine, Flash-Games und so weiter sollten ja wahrscheinlich nicht so schwierig sein. Die kriegt man ja wahrscheinlich irgendwie noch emuliert, beziehungsweise auf alten Standalone-Versionen, vielleicht von Java, schätze ich mal, kriegt man die ja wahrscheinlich irgendwie zum Laufen. Die sind ja dann sicherlich auch nicht zu ressourcenintensiv, schätze ich mal. Aber Handyspiele, da wird es wahrscheinlich schon schwieriger. Da bin ich tatsächlich etwas überfragt. Aber es gibt ja auch. Ich meine, die laufen wahrscheinlich irgendwie auf einer bestimmten Art von Engine und es gibt ja auch Möglichkeiten, Telefone zu emulieren. Und da gibt es ja dann wahrscheinlich auch irgendeine Art und Weise, wie man die Spiele spielen kann. Und das halt. Das andere alte ist hart und ich habe mein altes Tetris Deluxe gefunden. Telefon-Emulation? Schätze ich mal. Irgendwie von alten Telefonen, die Betriebssysteme emulieren, gibt es bestimmt irgendwie. Also es würde mich nicht wundern. Man kann ja gefühlt alles emulieren. Braucht wahrscheinlich nur entsprechend eine Möglichkeit an die. Oh, ich weiß nicht mal, wie das auf Telefon ist. Irgendeine Art, die Betriebssystemdaten von Telefonen auf dem Rechner zu laden. Telefonbetriebssystem. Ja, genau. Das ist ja ein bisschen wie, das gibt es ja heutzutage auch für Android, BlueStacks oder sowas. Da kann man ja sowas Ähnliches, glaube ich, auch machen. Dass man einfach ein Telefon auf dem Rechner emuliert. Ja, genau. Genau, sowas in der Richtung. Ich meine, da bin ich definitiv auch kein Fachmann. Das ist da ins Blaue reingeraten. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass das eine Möglichkeit ist. Falls es nicht sogar die Möglichkeit gibt, die Spiele selber zu emulieren. Ich habe zumindest mal, als ich jetzt gerade für mein neuestes Video ein bisschen recherchiert habe für City Racer. City Racer ist tatsächlich in Amerika rausgekommen, da hieß es City Racer. In Europa hieß es allerdings Downtown Run und ist nicht auf dem Cube veröffentlicht worden oder nicht released worden. Und es gab sogar eine Mobilversion von City Racer, also irgendwie 2003 oder so um den Dreh. Wo du das dann halt auf, keine Ahnung, was es damals so gab, spielen konntest. Irgendwelche Nokia-Klapptelefone oder sowas. Und davon gab es eine ROM. Ich weiß nur nicht, wie man die ROM abspielt. Ich meine, es hat mich jetzt auch nicht wirklich interessiert, muss ich gestehen. Aber die Möglichkeiten gibt es anscheinend. Solange du dir irgendwie die Spiele-Dumps oder die Spiele-ROMs, was auch immer, findest, kannst du die wahrscheinlich irgendwie emulieren. Man braucht nur einen Emulator dafür. Hatte ich sogar während des Games geschrieben, also als verschiedene Spiele rauskamen. Ach, das kann sogar sein, ja. Das weiß ich, dafür ist es zu lange her. Da kann ich mich tatsächlich nicht dran erinnern. Aber du hattest offensichtlich recht. Wahrscheinlich eher mit virtuellen Maschinen, also das Unoptimierte. Kann auch sein, ja. Kann natürlich sein, dass du da irgendwie das Telefon-OS in VMware irgendwie hochladen kannst, wenn es sowas gibt, und dann von da drin die Spiele spielst. So sehr habe ich mich jetzt noch nie für Telefonspiele interessiert, muss ich gestehen. Das ist, das geht dann doch ein bisschen über meinen Horizont hinaus. Bei Hollow Knight gab es halt nur das Downtown. Darüber habe ich das halt rausgefunden. Ja, genau, richtig. Also unterschiedliche Versionen in unterschiedlichen Kontinenten. Und dann waren die unterschiedlichen Versionen sogar noch unterschiedlich gut. Weil anscheinend ist die Cube-Version eine ganze Ecke schlechter als die Version, die für PC und für PS2 rausgekommen ist. Ich weiß aber nicht genau, was da die Unterschiede sind tatsächlich. Aber es ist schon interessant. So ein Spiel, verschiedene Namen, verschiedene Konsolen und anscheinend auch verschiedene Arten, Typen, weiß ich nicht. Irgendwie sowas in der Richtung. Naja, lass mal gerade gucken, ob ich noch irgendwen finde, wo ich euch hinschicken kann. Klinks. Klinks ist da. Ich schicke euch zu Klinks. Falls der jetzt nicht auch Schluss macht, das kann natürlich sein. So, Klinks, genau, der Link, der andere Gamecubler. Ich
Finde ich das gefallen bei Games. Also es ist grundsätzlich schon interessant, das ist richtig. Wobei ich mich heutzutage damit tatsächlich deutlich weniger beschäftige als früher. Das ist, also ein bisschen bin ich aus dem, wie genau funktioniert das, rausgekommen und bin jetzt mehr dabei, es einfach nur zu spielen, mich so auf ein paar Sachen zu konzentrieren. Aber grundsätzlich ist es schon interessant, das ist richtig. Okay, dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, danke fürs Reinschauen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend, eine schöne Restwoche. Wir sehen uns am Mittwochabend wieder. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Und dann könnt ihr mal gucken. Oh, richtig. Klings spielt momentan Pokémon Colosseum. Also gute Unterhaltung, gutes Spiel. Ja, dann schicke ich euch da mal hin. Euch noch alles Gute und ja, wie gesagt, wir sehen uns irgendwann später wieder. Macht's gut. Ciao.